Azar. Billy, da kriegst du hin. So, geht's. Die Baustelle HWS in Sarnen. Wir bauen da einen Hochwasserentlastungstunnel mit 6,5 Kilometern. Und wir sind kurz vor dem Durchstich. Der letzte Meter steht noch. Den wollen wir heute noch durchdrucken und dann sind wir fertig mit dem Ganzen. Ich bin der Baustellenchef und bin für den ganzen Vortrieb und die ganze Baustelle verantwortlich. Es war streng. Zuerst war es extrem hart. Nachher haben wir sehr viel Wasser gehabt, bis 400 Liter pro Sekunde hier im Maschinenbereich. Und anschliessend das Wasser und der harte Fels durchgekommen ist, ist sehr schlechter Fels gekommen, sehr weicher Fels und entsprechend wieder extrem hart für die Jungs, weil sie über 1500 Stahlbögen eingebaut haben. Das entspricht etwa 800 Tonnen Stahl. Wir haben natürlich jetzt das geschafft und das ist heute ein spezieller Tag für uns. Heute ist der Durchbruch vom Tunnel. Runter feiern? Ja klar, wir sind jetzt schon dabei. Warte, Nummer 1, Schweiz. Arbeiten, Leute, alles tipptopp. Perfekt. Ich liebe es. Bruder. Letzter Gefühl, wo ich mich freue, zwischen euch und heute. Eine Meter haben wir noch. Tunnelbau ist wie eine Mondfahrt. Da war noch nie ein Mensch. Da bist du immer der Erste. Der Hochwasserentlastungsstollen ist ein Jahrhundertbauwerk für den Kanton Obwalden. Wir haben mit Marti einen Partner, der sehr qualitativ hochwertig und konsequent gearbeitet hat und trotz grossen Herausforderungen nie sich unterkriegen lassen. Die Minöre, die haben das in einer super Leistung, haben die das bewältigt. Ich möchte mich beim ganzen Team recht herzlich bedanken und beim Glück auf! Gekauft, hin und voran. Heute, nach 480 Tagen harter Arbeit, können wir nun endlich auf dieses freudige Ereignis zusammen anstoßen. Finito! Tunnelbau ist kein Kindergeburtstag. Zitat Wilhelm Villaver. Alias Raupi.